Sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen. Herzlich willkommen beim InitScale-Up Talk. Mein Name ist Michael Hähnle und ich werde Sie durch den heutigen Talk führen. Für unsere Zuseherinnen und Zuseher, die heute zum ersten Mal mit dabei sind, Initz ist der Hightech-Inkubator der Stadt Wien und in unserer Scale-Up Talk-Reihe bitten wir Gründerinnen und Gründer von spannenden Startups auf die Bühne, um ihnen einen Einblick zu geben in die Gründungsidee, in den Werdegang, wie all das entstanden ist, wie der Aufbau des Unternehmens funktioniert hat, einfach um da von sehr spannenden Erfahrungen profitieren zu können. Unser Format soll sehr interaktiv sein und Sie auch mit einbinden und deswegen lade ich Sie sehr, sehr herzlich ein. Im Zuge des Gesprächs, wenn wir mit dem Interview beginnen und Ihnen Fragen in den Kopf kommen, bitte stellen Sie die in den Chat. Sie werden dort von uns gesammelt und mein Kollege Markus Pietzka wird dann im zweiten Teil unseres Interviews diese Fragen an unseren heutigen Gast stellen. Damit kommen wir auch schon zu unserem heutigen Gast. Wir haben heute Denise Hirner, die Gründerin oder Mitgründerin von Upnano bei uns zu Gast. Denise, ich darf dich auf die Bühne bitten. Hallo, guten Hallo, Morgen. guten Morgen, schön, dass du da bist. Denise von Upnano kennen wahrscheinlich so manche aus den Medien dieses, ich würde sagen, fast schon ikonische Bild dieser kleinen Burg oder dieses Schlosses, das da sehr, sehr detailgetreu auf einer Bleistiftspitze zu sehen ist. Und man sieht dabei, dass es ein 3D-Druck ist oder steht dabei. Das ist natürlich technologisch unglaublich faszinierend. Gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, wozu braucht man denn das überhaupt? Vielleicht kannst du uns mal so einen ersten Einblick geben, was macht denn Abnano überhaupt und wo kann man das anwenden, was ihr da technologisch entwickelt habt? Ja, sehr gerne. Also ich muss recht geben, Burgen auf Bleistiftspitzen sind zum Glück, muss ich sagen, nicht unser Businessmodell, sonst hätten wir wahrscheinlich einige finanzielle Probleme. Aber es war ein Kunstprojekt, das uns vor allem in der Kommunikation und in der Vermarktung von unserem Anwendungsbereich, von unserer Größendimension einfach extrem geholfen hat. Also, wenn man auf der Bühne steht oder mit Leuten redet, mit Kunden redet und sagt, man macht hochauflösenden 3D-Druck, dann finden das alle mal sehr cool und haben sofort Ideen, was sie nicht alles machen können damit. Und diese Ideen sind oftmals zu groß in der Dimension der Strukturen. Und dann war irgendwann die Idee geboren, warum drucken wir nicht einfach eine Burg auf eine Bleistiftspitze? Und mit Nanometer und Mikrometer und so weiter tun sich einfach viele recht schwer. Die Vorstellung ist einfach nicht so da, was das dann wirklich bedeutet. Und wie klein eine Burg sein muss, die auf einer Bleistiftspitze steht und trotzdem dann noch ganz feine Säulen in der Turmspitze und so weiter hat, da hat jeder eine Relation und kann ein bisschen ein Gefühl für die Dimensionen bekommen, mit denen wir arbeiten. Das heißt, ihr geht ganz, ganz, wie soll ich sagen, in die Mikro- oder Nanowelt hinein, ganz, ganz klein. Jetzt bleibt für mich trotzdem die Frage im Raum stehen, wo findet so etwas Anwendung oder wer braucht jetzt genau solche fast schon mikroskopisch kleinen Strukturen? Ja, wo auch immer. Wer sind da eure Kunden und wofür wird das verwendet? Das ist auch eine sehr häufig gestellte Frage, die eigentlich relativ einfach zu beantworten ist, wenn wir uns einfach ein bisschen umschauen in unserem täglichen Leben. Alles wird kleiner, alles wird kompakter. Jeder hat die kleinen Geräte da in der Hosentasche, in der Handtasche, die mittlerweile alle möglichen Geräte von Kamera über Aufnahmegerät bis hin zu Terminplaner ersetzen. Und dabei immer kleiner werden, aber immer mehr Technik und Features haben. Und das ist zum Beispiel ein ganz großer Bereich, in dem immer alles kleiner werden muss und in dem manche Technologien und etablierte Technologien auch schon an die Grenzen kommen. Also alles, was im Consumer-Elektronik-Bereich ist, alles, was aber auch im Medizinbereich ist. Minimalinvasive Operationen sind einfach so Buzzwords, die es seit ganz langer Zeit gibt und wo man immer versucht, kleiner zu werden, minimalinvasiver zu werden, um auch den Heilungsprozess dann im Endeffekt zu fördern.
Optikanwendungen, also alles, was im Linsenbereich ist, auch wieder für Consumer- und Medizinbereich, aber auch für ganz allgemeine Anwendungen. Und dann eben durch unseren Vorteil, dass wir auch biokompatibel arbeiten können und auch mit Zellen arbeiten können, ist dann wirklich die Zellgewebeforschung und pharmazeutische Forschung auch ein Bereich, in dem sehr viele unserer Kunden arbeiten. Habe ich das richtig verstanden, dass viele von diesen Anwendungen ohne eure Technologie gar nicht möglich wären? Also wir bieten ein Tool quasi, um nächste Schritte vielleicht zu machen, die in einer gewissen Art und Weise bis dato noch nicht möglich waren. Also wir arbeiten vor allem zum Beispiel mit einem Medizinkonzern zusammen, die haben händeringend nach einer Lösung gesucht, wie sie das umsetzen können. Und wurden dann mit unserer Technologie sozusagen fündig und haben da dann das Ganze implementieren können und den nächsten Schritt machen können. Wir gehen einfach einen Schritt quasi weiter. Viele Produkte werden im Moment mit Mikrospritzgusstechnologie hergestellt, werkzeugbasiertes Verfahren. Man hat hier Limitationen im Herstellungsprozess von den Einsätzen, also von den Formeinsätzen, wo dann die Bauteile rauskommen quasi. Und wenn diese Technologien auch Fräsen und dergleichen an ihre Grenzen stoßen, dann bieten wir halt noch den einen Schritt kleiner, feiner, komplexer an, um da noch neue Möglichkeiten zu schaffen. Jetzt sind 3D-Drucker ja in den letzten Jahren so in den Konsumentenbereich vorgedrungen und jetzt habe ich so das Bild eines 3D-Druckers vor mir, da gibt es halt eine, ich weiß es nicht, das kann jetzt was auch immer für ein Substrat sein, ein Material sein, das dann über eine Düse sozusagen gedruckt wird. Ich kann mir das jetzt bei euch beim besten Willen nicht vorstellen, dass das so funktioniert in diesem kleinen Maßstab. Wie geht ihr das Thema an? Gibt es da wirklich so ganz, ganz kleine Düsen oder funktioniert das vollkommen anders? Das funktioniert in unserem Fall ganz vollkommen anders. Es gibt ja unterschiedliche 3D-Drucktechnologien, eben Düsen, Filamente und dergleichen. Aber es gibt dann eben auch SLA-Prozesse, also Stereolithografie-Prozesse, die lichtbasiert sind. Und das ist so das Verwandteste zu unserer Technologie. Also wir arbeiten mit einem Laser, also es ist ein lichtbasierter Prozess. Wir arbeiten auch mit Photopolymeren. Das heißt, das Polymer härtet aus, wenn es Licht mit dem Licht ausgesetzt wird quasi. Und diese Lichtaussetzung machen wir halt ganz präzise. Und durch unsere Zwei-Photonen-Polymerisation härten wir auch immer nur im Fokuspunkt aus. Das heißt, unser Gerät fokussiert den Laser so genau, dass man eben nur ein ganz kleines Pünktchen, den Fokuspunkt hat, in dem man dann im Materialvolumen schreiben kann. Das heißt, wir extrudieren kein Material, unser Material ist schon da und ist eben lichtsensitiv und reagiert dann auf unsere Lichtimpulse, die wir dann eben einleiten in das Material. Jetzt frage ich ganz profan, wie kommt man denn auf sowas? Wie ist diese Unternehmensidee entstanden und welche Kompetenzen braucht es dazu? Die Idee oder die Arbeit an der Technologie Zwei-Photonen-Polymerisation hat bei uns im Gründerteam vor ungefähr 12 Jahren begonnen, mit Forschungsarbeiten von Alexander Ovsianikov. Der hat schon in seinem PhD und dann auch als Postdoc sich mit dem Bereich und mit der Technologie beschäftigt. Unser Head of Technology und der Peter Gruber hat dann da angeschlossen mit seiner PhD-Arbeit. Und das Ziel war es, die Technologie schnell zu machen, um eben mit Zellen arbeiten zu können. Zellen sind sehr sensitiv, die mögen das nicht, wenn man sie lang aus ihrem gewohnten Umfeld ausreißt. Das heißt, wir mussten schnell sein, um diese biologischen Anwendungen zu erfüllen. Und da wurde auf der TU dann eben, wo wir eben ausgegründet haben vor 3 Jahren, alles daran gesetzt, den Prozess wirklich signifikant zu beschleunigen. Und mittlerweile sind wir ungefähr bei einem Faktor 100, dem wir schneller sind als Konkurrenzsysteme, die es am Markt schon gibt. Und dann haben uns einfach immer wieder Leute darauf angesprochen, dass wo gibt es das System zu kaufen? Kommerzialisiert ihr das? Warum kommerzialisiert ihr es nicht? Und das war dann eigentlich so quasi der Startschuss, in diesen Gründungsprozess, Ausgründungsprozess zu starten. Das heißt, aus einem Forschungsprojekt ist ein Unternehmen geworden. Kann man das so sagen? Ja.
Und wie funktioniert das heute, wenn jetzt Kunden zu euch kommen? Kaufen die oder haben die einen bestimmten Wunsch genau spezifiziert, was sie gedruckt haben wollen und ihr druckt das dann für die oder funktioniert es ganz anders und ihr verkauft die Maschine und die drucken selber? Wie ist das Geschäftsmodell? Wir sind grundsätzlich Maschinenhersteller, also wir verkaufen die Drucksysteme, die wir entwickeln und fertigen. Aber nichtsdestotrotz ist dieses für den Kunden drucken. Der Kunde hat eine Idee, kommt mit einem Druckjob sozusagen zu uns, ein ganz wichtiger Aspekt unseres täglichen Lebens, weil das ist im Prinzip der wichtigste Baustein im Verkaufsprozess. Unsere Sales Cycles sind so zwischen 12 und 18 Monaten. Wir reden da eben nicht von einem Heim-3D-Drucker, sondern schon von einem relativ hohen Investment. Und das muss natürlich durch die einzelnen Stages, sei es bei einer Universität oder bei einer Firma, und auch die Budgets bewilligt, Förderanträge eingereicht und so weiter. Und da ist es eben schon wichtig, diesen Druck auch anzubinden, also diesen Servicedruck, um dem Kunden da mal das Potenzial zu zeigen, um eventuell schon einen ersten Proof of Concept zu haben. Das ist auch oft wichtig, dass der Kunde zum Beispiel darum, um ein erstes Ergebnis quasi seine Forschungseinreichung aufbauen kann, um hier der Forschungsagentur schon zu zeigen, das kann funktionieren quasi, was ich hier vorhabe. Und dann nehmen die zum Beispiel in den Grant halt ein Budget auf, um das System zu kaufen. Also Okay. der Das ist, Druck, bitte, wolltest der du noch was sagen? Servicedruck quasi zum Mittel des Zwecks, um im Endeffekt einen Drucker zu verkaufen, quasi so. Das heißt, es ist so ein Beratungsverkauf, den ihr da immer habt, weil man vorher herausfinden muss, ob man das überhaupt drucken kann, was gewünscht wird, oder ob das mit den Materialien funktioniert, oder was sind da die Fragen? Ja, also genau. Es ist halt 3D-Druck ist natürlich, viele Firmen finden es cool. Es gibt ihnen eine gewisse Freiheit in ihrer Gestaltung und der Bauteile und wollen natürlich hinein, aber müssen natürlich auch, gerade wenn man so ein Investment tätigt, auch davon überzeugt sein, dass es einen Mehrwert für die Firma bringt. Und das ist absolut verständlich. Und deswegen funktioniert bei uns halt eben alles über den Direktverkauf. Wir sind sehr viel mit unseren Kunden in Kontakt, sei es vor dem Verkauf, sei es nach dem Verkauf. Und müssen, also das Potenzial muss für den Kunden sichtbar und erkennbar und der Mehrwert muss da sein. Ansonsten würde er so ein Investment nicht tätigen. Ihr seid sehr viel mit den Kunden in Kontakt, hast du gesagt. Wie viele seid ihr denn mittlerweile? Ihr habt ja zu dritt gestartet vor 3 Jahren. Genau. Wie hat sich das Unternehmen denn entwickelt? Wir sind mittlerweile 19 Leute. Und haben die Entwicklung von der Hardware, aber auch Softwareentwicklung und Materialentwicklung alles in-house. Und genau, das sind halt die Säulen, die sich halt neben der Maschine sozusagen für uns halt auch noch als sehr wichtige Säulen da sind. Das heißt, wir bieten nicht nur die Hardware, wir haben eben auch die Software und dann eben die optimierten Materialien, die wir unseren Kunden anbieten und mussten da auch relativ schnell das Team sehr, sehr aufbauen, um hier halt auch diese Diversität zu haben und den Kunden dann in allen Bereichen professionell beraten zu können. Das heißt, euer Markt ist der Weltmarkt de facto, oder? Wo ihr Maschinen verkauft? Ja, okay. Also wir sind mit unserer Produkteinführung 2019 sofort international gegangen. Also es freut uns sehr, dass wir zwei Maschinen mittlerweile auch in Österreich installiert haben. Aber der große Anteil unserer Kunden sitzt nicht in Österreich, sondern eben um die ganze Welt verstreut. Herausforderung, Fluch und Segen zugleich in einer Corona-Pandemie, natürlich auch nicht immer einfach, wenn die Kunden alle mehrere Flugstunden von einem entfernt sind. Aber das hat das Ganze noch ein bisschen spannend gemacht. Ihr habt es gut gemeistert, offensichtlich. Ja, ich glaube, also man muss ein bisschen auf Holz klopfen, aber bis dato sind wir sehr zufrieden. Ich komme noch mal zurück zu diesem eingangs erwähnten Bild mit der Burg oder dem Schloss auf der Bleistiftspitze. Da hat sich bei mir, wie ich das erste Mal die Frage gesehen habe, die Frage aufgedrängt: Wo ist denn für euch die Grenze nach unten? Gibt es irgendwas, wo ihr sagen müsst, das ist zu klein, das können wir nicht mehr machen? Wo hört das auf?
Ja, gibt es. Also unsere kleinsten Auflösungen sind so im 150-Nanometer-Bereich. Also da redet man dann von Strukturdetails. Also die Struktur an sich kann dann noch größer sein, aber die kleinsten Details, die dieses Bauteil dann hat, die wir drucken, das ist dann 150 Nanometer. Und das ist auch immer ein wichtiger Schritt mit dem Kunden quasi. Es ist schon wichtig, wie groß ist das Bauteil gesamt und wie fein sind dann die Strukturen. Ich kann jetzt keine 40 mm großen Strukturen drucken mit 150 Nanometer feinen Details. Das beißt sich dann spätestens bei der Druckzeit und bei der Wirtschaftlichkeit. Und auch diese Balance zu finden und dem Kunden dieses Gefühl zu vermitteln, auf was muss ich achten? Was sind so die, weil ich habe halt verschiedene Parameter, an denen ich drehen kann. Und am Schluss muss ich halt die richtige Balance finden aus Auflösung, ganzheitliche Volumen, also Volumen der Struktur, die man drucken will. Und am Schluss, wie viel Zeit will ich investieren? Das ist bei Universitäten oft ein bisschen flexibler, da ist es auch okay, wenn das einmal länger dauert. Wenn es dann Richtung Industrie geht und das Ganze wirtschaftlich sein muss, dann muss man halt dann wirklich das Maximum auch rausholen. Und auch genau bei diesen Prozessen, auch Prozessetablierung ist eine Serviceleistung, die wir halt zum Beispiel auch anbieten, dass wir das für einen Kunden etablieren und auch optimieren. Das heißt, ihr seid praktisch immer in der, was ist es jetzt, 9. und 10. Stelle nach dem Komma sozusagen unterwegs von der Größenordnung, wenn man es in Metern angibt. Das heißt, das ist der Alltag. Ja, also es ist der Alltag für uns, dass wir unsere Bauteile meistens nicht sehen, sondern erst unterm Mikroskop und in den meisten Fällen unterm Rasterelektronenmikroskop dann die Strukturen und die Details erkennen können. Mit dem Spannend. freien Auge kann man meistens erkennen, ein Pünktchen quasi, ein kleines Krümelchen, aber mehr nicht, nein. Wir sind mittlerweile bei der Hälfte der Zeit angelangt und damit auch bei der Zeit, wo die Frage an Markus geht, haben wir schon Fragen im Chat von unseren Zuseherinnen und Zusehern, Markus. Ja, haben wir eine Frage, die zurück an die Anfänge geht. Was waren die größten Herausforderungen auf dem Weg vom Forschungsprojekt zum Unternehmen? Sich selbst einzufinden in einer Position, in der man akzeptieren muss, nicht alles wissen zu können. Wir haben aus der Universität herausgegründet. Ich habe berufsbegleitend studiert und zum Zeitpunkt der Gründung circa 5 Jahre Berufserfahrung gehabt, aber noch nie in so einer Position, dass man Buchhaltung machen muss, dass man Jahresabschlüsse machen muss, dass man Dienstverträge schreiben muss, dass man auf einmal Personalverantwortung hat und so weiter. Und das sind einfach, es kommen quasi so eine ganze Ladung an Themen auf einen zu, mit denen man sich so im Detail jetzt noch nicht beschäftigt hat und die jetzt da vielleicht auch nicht Teil einer Vorlesung oder im Unterricht in der Schule waren. Und man muss dann auch manchmal, also man muss sich Hilfe holen. Man muss das erkennen einerseits und sagen, man kann nicht alles alleine schaffen und das dann auch einfach umzusetzen, sich auch, wenn ein Mitarbeiter am Anfang was gefragt hat, irgendwas ein bisschen arbeitsrechtlicheres oder wie auch immer, darf man sich dann auch nicht scheuen, dass man es einfach googelt oder irgendwo nachfragt und einfach akzeptieren, man kann nicht alles wissen und man muss einfach täglich sein Bestes tun und so gut wie möglich es machen und Hilfe annehmen, Unterstützung aus der Familie annehmen, weil halt natürlich auch andere Dinge einfach liegen bleiben, wenn man gerade in den ersten Monaten und Jahren einfach viel Zeit investieren muss oder sollte, um das Ganze halt aufbauen zu können. Es gibt noch zwei andere Fragen. Ich möchte vielleicht eine vorziehen, betreffend eurer Produktpalette. Habt ihr verschiedene Drucker, beziehungsweise was kosten die? In welcher Größenordnung zumindest? Wir haben eine Technologieplattform aktuell, die heißt Nano One. Und da gibt es drei verschiedene Modelle, die unterscheiden sich in ihrer Laserleistung und dann haben also in der Laserleistung und eines dann noch speziell für die biologischen Anwendungen. Da ist ein integrierter Inkubator dabei, um den Zellen halt eben ihr Wohlfühlbedingungen zu ermöglichen. Und preislich liegen wir so zwischen 365 und 600.000 Euro pro Drucksystem. Auch eine technische Frage, wobei ich dich bitte, vielleicht da jetzt nicht so sehr in die Tiefen
abzutauchen, weil sonst landen wir bei wenigen Nanometern. Die Frage ist, welche Polymere ihr verwendet und verdruckt, beziehungsweise ob man auch ICs drucken könnte. Also vielleicht eine möglichst allgemeine Antwort. An dieser Stelle, ich kann dann, oder wir können dann gerne auch den Kontakt herstellen, ja, so gewünscht. Also das ist auf jeden Fall wahrscheinlich dann eine sinnvolle Ergänzung. Grundsätzlich alles, was man aus Kunststoff oder eben auch Glas, Keramik drucken kann, können wir drucken, wenn es halt in den Größendimensionen noch liegt. Wir haben auch schon viele Halbleitertechnik, Elektronik, Bauteile, Komponenten sind natürlich auch auf unserer Agenda. Man darf halt nicht vergessen, man arbeitet halt mit Kunststoff und man hat halt gewisse isolierenden Eigenschaften dann auch in dem und Metall ist unser größter Gegner. Das heißt, wir haben keine Metallmaterialien, weil die eben, also Glas funktioniert, Glas ist transparent, das kann man sich mit einem lichtbasierten Verfahren noch vorstellen. Aber wenn wir Metalle zum Beispiel drinnen hätten, würden wir halt unseren Lichtstrahl ablenken. Das heißt, man muss halt dann schauen, ob man das richtige Material für die Anwendung dann noch hat. Und jetzt aber noch bei der Frage der Größenordnung. Also das hast du ja schon ungefähr erwähnt, genau, dass es nach unten hin eine kleinere, also eine Schwelle, einen Schwellwert gibt. Aber sind ICs überhaupt in eurem auf eurem Radarschirm? Unser Radarschirm ist immer schwer zu beurteilen. Also wir wissen halt auch oft nicht, was wir genau machen. Viele Dinge, die wir für große Firmen machen, sind streng geheim und auch wir wissen dann nicht, wo unsere Bauteile quasi reinwandern. Also wir wissen halt, was die Struktur ist, aber die finalen Anwendungen sind auch nicht so, dass wir die unbedingt wissen, durch das, dass wir ja quasi nur Technologieanbieter sind und jetzt nicht bis in den kompletten Prozess des Drucks und der Fertigung involviert sind. Okay. Sonst, jetzt muss ich mal ganz kurz reinschauen, gibt es momentan keine Frage. Ich darf noch einmal ermuntern, wenn Fragen bestehen, bitte gerne hineinstellen. Ich werde sie dann, wenn noch Zeit ist, an die Denise richten und gebe eigentlich wieder an den Michael zurück. Ich hätte noch eine Frage gleich unmittelbar, und zwar jetzt abseits von der Technologie. Jetzt hast du ja natürlich eine spannende Reise hinter dir in den letzten 3 Jahren oder ihr als Team. Wenn du jetzt da so zurückblickst, da wird es wahrscheinlich das eine oder andere geben, wo du sagst, mit dem Wissen von heute würde man das anders machen oder das würde man anders angehen. Gibt es da irgendwas, was du unseren Zuseherinnen und Zusehern mitgeben kannst? Also ich glaube eben, was ich vorher schon erwähnt habe, das mit Hilfe holen, akzeptieren, dass man nicht selber alles weiß, ist sicherlich ein guter Schritt. Wir haben gerade in Österreich und in Wien, auch wenn das im ersten Blick oft nicht so klar und nicht so gut erkenntlich vielleicht ist für jeden, eine tolle Landschaft an Inkubationssystemen, an Fördereinrichtungen. Und all diese Einrichtungen bieten zum Beispiel auch Beratungen an. Was kann ich machen? Wo kann ich mir quasi Geld und Unterstützung auf dem Weg, der natürlich nicht kostenlos ist, holen, um da die ersten Schritte gehen zu können, ohne mich jetzt komplett privat mit meinem ganzen Vermögen irgendwie ins Risiko zu begeben. Und wenn es schief geht, habe ich quasi nichts mehr. Und es gibt halt da ganz viele coole Veranstaltungen und Möglichkeiten, sich zu informieren. Und das ist auch einer der wichtigen Schritte. Und was halt immer da auch ein bisschen in Kombination ist, ist, dass man mit sehr vielen Leuten einfach spricht über die Idee, die man hat, über das Produkt, das man hat. Und durchs Reden kommen die Leute zusammen, sagt man ja immer so schön. Und das ist auch einfach so, wenn man mit seiner Idee einfach hinterm Zaun haltet und niemandem davon erzählt, dann wird man am Ende des Tages halt auch nichts verkaufen, weil die Leute müssen halt auch wissen, dass es das gibt und dass man halt da ist.
und deswegen Hilfe holen. Anderen Leuten natürlich jetzt nicht alle Details an die große Glocke hängen, sodass das jeder nachmachen kann, aber schon aktiv rausgehen, aktiv eben sagen, wir sind hier, uns gibt's, hallo. Und das ist natürlich, wenn man so ein kleines Startup aus einem kleinen Land ist, dann wird man dann natürlich oft von internationalen Konzernen ein bisschen überrollt und da muss man halt dann daneben auch aufzeigen und sagen, uns gibt's und wir haben was Cooles. Ich sehe gerade, Markus, da kommen noch Fragen rein jetzt. Ja. Da würde ich noch mal nicht zurückgeben kurz. Ja, danke schön. Es sind zwei technische Fragen. Zum einen, woran die aktuelle minimale Auflösung draufhängt, also was die beschränkenden Kriterien sind. Das ist im Prinzip aktuell eine physikalische Limitierung eigentlich. Also die Zwei-Photonen-Polymerisation, da ist es so, dass man eben in diesen 150 Nanometern Auflösungsbereich eben aktuell limitiert ist. Es geht dann, also das ist prozessseitig. Es gibt Publikationen und es gibt Gruppen, die mit 2PB-Technologie das Ganze noch unterschreiten. Da geht es aber dann ums Post- und Pre-Processing, aber mehr Post-Processing. Die backen das dann quasi und dann geht es halt noch zusammen und der Schrumpf ist definiert und so. Also es gibt noch Rädchen, aber 150 Nanometer Druck ist unsere Limitierung. Es gibt zwei Fragen, eine technische, die würde ich gerne hintanstellen. Die zweite lautet, wer sind die größten Konkurrenten, große Unternehmen oder kleine Spezialunternehmen? Es gibt im Prinzip einen großen Konkurrenten, den wir haben, der ist seit 14 Jahren am Markt, hat eine Install-Base von 200 Maschinen. Zum Glück für uns nur im Research oder sehr vorwiegend im Research-Bereich und ist aktuell ungefähr 100 Mal langsamer als wir. Und das ist unsere Anknüpfungsstelle, die Ideen, die mit diesen Systemen entstanden sind, jetzt in die nächste Ebene zu bringen, in die Batch, in die Kleinserienproduktion und dann eben den Schritt in die Industrie mit unserer Geschwindigkeit zu schaffen. Herstellungsdauer eines Druckers, weil ich es jetzt so gerade neben mir sehe, wir haben Lieferzeiten im Moment zwischen 6 und 8 Monaten. Das ist nicht unbedingt die Herstellungszeit, aber die Lieferzeit. Super. Sonst gibt es keine Fragen. Ich gebe wieder zurück. Du sagst nicht unbedingt die Herstellung, aber die Lieferzeit. Sind das jetzt noch Pandemie-Nachwehen, die ihr da zu spüren bekommt oder woran liegt das? Also die 8 Monate sind noch, oder sind das Problem, das glaube ich im Moment die ganze Welt hat. Lieferketten sind schwierig, Elektrobauteile praktisch nicht vorhanden. Wir haben Stecker mit 57 Wochen Lieferzeit aktuell und lauter so Dinge. Also die reine Fertigungszeit unserer Maschine ist ungefähr 1 Monat. Also der Zusammenbau, die Kalibrierung, die Justierung, Testung, das braucht ungefähr 1 Monat. Aber im Sourcing brauchen wir aktuell 5 bis 7 Monate, um unsere Bauteile dann eben auch da zu haben. Wir haben ein relativ hohes Materialinvestment. Das heißt, wir können auch viele Dinge nicht jetzt in Unmengen auf Lager haben. Aber 6 Monate ist Standard grundsätzlich für solche Geräte, auch von Konkurrenzunternehmen. Und im Moment sind wir halt so bei 6 bis 8. Wir versuchen natürlich, unsere 6 zu halten, aber Lieferkette im Moment ein bisschen schwierig. Wir haben noch ganz kurz Zeit. Eine abschließende Frage hätte ich noch und bitte dich um eine soweit möglich knappe Antwort. Du hast vorher das Thema Hilfe holen mit anderen Sprechen und so weiter angesprochen, auch das Thema Inkubatorenlandschaft. Was hat euch denn selbst das Thema Inkubationsprogramm konkret jetzt bei Initz gebracht? Viele Kontakte. Nicht unbedingt zum Kunden, weil unser Kunde halt nicht wirklich im österreichischen Startup-Netzwerk wahrscheinlich herumfleucht und kreucht, aber Kontakte zu Investoren, zu Fördergebern, zu Produktionsfirmen für Videos und diese Dinge. Und auch diese Kontakte sind sehr wertvolle Kontakte, gerade am Anfang. Denise, ich sage Dankeschön für die vielen spannenden Einblicke. Jetzt gibt es auch bei mir im Kopf eine Geschichte zu dem Bild, das man auf der Bleistiftspitze sehen kann. Ich hoffe, es hat Ihnen heute gefallen. Sie haben spannende, interessante Einblicke bekommen in eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich darf Sie gleich einladen zu unserem nächsten Scale-Up-Talk. Der findet am 2. Dezember statt. Die Zeit fliegt, wir sind dann schon im Advent und ich würde mich freuen,
wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Wir werden rechtzeitig noch unseren Interviewgast bekannt geben. Und ich wünsche Ihnen heute noch einen schönen Tag und freue mich auf Sie am 2. Dezember. Auf Wiedersehen.